Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part der Egglog. Die Delta-Episode Part 4 steht an. Im vierten Part werden wir alles voll fertig machen. Und jetzt kämpfen wir erstmal gegen Vasili. Den ich nicht mal mit französischem Akzent spreche, weil ich es nicht mehr kann. Da bist du ja, Bazi. Wie du siehst, habe ich das Siegel, das den Weg zum Himmelturm versperrt hat, entfernt. Der Pfad sollte dich direkt zu deinem Ziel führen. Da wäre nur eine Sache. Ich kann dich erst hier durchlassen, wenn du eine Prüfung bestanden hast. Dich zu prüfen ist eine meiner Pflichten als Xenerianer. Diese Aufgabe erhielt ich einst von meinem Mentor. Ich möchte, dass du gegen mich kämpfst, hier und jetzt. Beweis mir, dass deine jetzige Stärke ausreicht, um auf dem weiteren Weg zu bestehen. Was sagst du? Bist du bereit? Ich bin bereit. Fun Fact am Rande. Sein Team, was er jetzt besitzt, ist das Team, welches er in Smaragd als Champ der Liga hatte. Ein Vylord. Das hatte er nämlich unter anderem in der Liga dabei, aber nicht im Arena-Kampf. Und wir haben unseren Player, unser Rotom. Auch ein Grund, warum ich Rotom den Rasenmäher genommen habe, denn der kann einfach auch sein Team ziemlich gut auseinandernehmen. So, gibt gute Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt Melotic. Tankt Melotic einen Donnerblitz? Ich denke mal ja, aber selbst einen Eisstrahl müssten wir tanken können. Und es reicht nicht aus, ja. Blizzard? Ach, Gott sei Dank. Dann gehen wir nochmal auf Donnerblitz. Ich dachte gerade schon, ich hatte Angst. Warum triffst du auch mit dem Blizzard? So. Und das war jetzt ein Crit. Jetzt bekommen wir einen Crit. Den hätte ich ja schon ein bisschen eher bekommen sollen. Und Blizzard hatte ich gerade echt schon ein bisschen Schiss. Ein Tentox hast du auch noch. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Gift-Attacke. Deshalb wechsle ich jetzt in James. Weil ich glaube nicht, dass ich Tentox an meinem Donnerblitz one-hitten kann. Deswegen hat eine gute Spatzverteidigung. Und du gehst auf Schlammwoge, deswegen perfekt. Gehen wir jetzt auf Turbo-Tempo, weil es das einzige ist, was ich wirklich einsetzen kann. Macht die Hälfte, es macht die Hälfte und du gehst auf Regentanz. Okay. Das heißt, du hast gleich ein Kapalores. Und dieses Kapalores hat wahrscheinlich Wassertempo. Ist nicht so gut. Ja, James bekommt ein paar Erfahrungspunkte. Player erreicht Level 56. Und du gehst jetzt in Wälzer, okay. Dann hoffe ich, dass du jetzt auf eine Bodenattacke gehst. Oder Wasser, das ist eigentlich egal. Player kann beides gut abfangen. So, wir rufen zurück. Geh den Player. Und du gehst auf Felsgrab. Okay, es macht aber nicht viel Damage. Unsere Innen sinkt zwar. Aber ich kann mich jetzt erstmal hochhalten. Mit einem Hypertrank. Go. So. Hochhalten ein bisschen. Auf was gehst du? Du gehst nochmal auf Felsgrab, das ist okay. Das ist, glaube ich, noch drei Pokémon, oder? Ja, das ist dann nochmal zwei. Trotzdem werde ich jetzt auf den Blättersturm gehen. Mein Blättersturm wird definitiv ausreichen. So, viel war effektiv, ist klar. Ich bin jetzt zwar minus zwei. Trotzdem muss ich gucken, der Regen lässt jetzt auch nach, sehr gut. Kapalores. Hallo Kapalores. Für Kapalores habe ich aber auch schon was Tolles. Ich hoffe mal einfach, selbst ein Eisstrahl müsste Marie eigentlich echt gut tanken können. Marie ist auch speziell defensiv eine Wucht. Hallo Marie. Und du gehst auf Moglieb, okay? Gerade okay. Denn jetzt kann ich einfach auf eine Matschbombe gehen. Matschbombe go. Ich bin sogar schneller und es reicht aus. Und sein letztes Pokémon war... War Reiser? Nein. Sondern letztes Pokémon. Ein Garados. Okay, Garados interessiert mich nicht. Ich habe hier einen Donnerblitz drauf. Das heißt, es wird jetzt auch auf jeden Fall ausreichen. Donnerblitz, wir sind langsam und du gehst auf Eiszahn. Aber das müssen wir tanken können. Okay, wenn wir jetzt nicht den Freeze bekommen, Dankeschön. Und Donnerblitz wirst du leider nicht tanken können durch deine Vielfachschwäche. So, paar Erfahrungspunkte und wir haben Vasili besiegt. Ich bin vom Volk der Xeneraner heißt es auch so. Und habe mit aller Kraft gekämpft und trotzdem habe ich verloren. Weil du ein Noob bist. Nichts Geringes habe ich von dir erwartet, Bazi. Du bist wirklich ein herausragender Pokémon-Trainer. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast. Mal tanzten sie leichtfüßig um ihre Gegner wie eine frische Frühlingsbrise. Mal trafen sie einen völlig unerhofft wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Dazu die Gestalt eines an Anmut nicht zu übertreffenden Trainers, dem jede Aktion so leicht zu fallen scheint. Machst du mich gerade an? Ich muss zugeben, dass ich
den Text zu schnell weggeklappt. Schreite nur fort, finde die Wahrheit, nach der du suchst. Ich als Xenoran darf den Hummelturm nicht betreten. Ich werde nach Xenoworld zurückkehren und darüber nachdenken, wie ich mich einbringen kann. Es tut mir so leid, dass du das Schicksal dieser Welt immer alleine schultern musst. Aber ich weiß, dass wir uns auf dich verlassen können. Viel Erfolg, junger Champ. Wir heilen uns hoch. Ich muss als erstes gegen Rayquaza kämpfen. Und da wäre es, glaube ich, am besten, wenn ich Marie nach vorne tue. Denn Marie kann das meiste ganz gut tanken. Und da Rayquaza Level 70 ist, wobei, das wird knapp. Es wird echt knapp. Ich heile jetzt erstmal kurz alle nochmal hoch. Wo sind meine Supertränke? Sonderbonbons. Nein, ich suche die Super da. Ich heile jetzt einfach beide mal alle komplett hoch. Und hoffe einfach. Habe ich noch Hyperbälle? Die habe ich auch gekauft, ne? Hyperbälle müsste ich auch gekauft haben. Das sehen wir dann nachher. Wir gehen jetzt einfach rein. Im Notfall haben wir immer noch den Meisterball. Darf ich ein neues Pokémon fangen? Ist das schon der Himmelturm? Route 131? Nö, ist noch nichts Neues. Das zählt also noch zur Route 131, wie es aussieht. Route 131, Tatsache. Darf ich im Himmelturm, dürfte ich aber einen was fangen? Himmelturm, tatsächlich. Gibt es hier Pokémon-Encounter? Oh, die Musik. Es gibt nichts Besseres, als für so einen Moment Orgelmusik zu nehmen. Da bist du ja. Schön. Danke, dass du gekommen bist. Du bist gut, Bazi. Wirklich beeindruckend. Und weißt du was? Du hast mich so überzeugt, dass ich dir etwas schenken möchte. Etwas, das ich lange aufgehoben habe. Lass uns gemeinsam einen Blick auf das Wandbild werfen, das das Innere dieses Turms ziert. Es erzählt die Geschichte der Menschen, der Pokémon und der Natur. Sie wurden von uns Meteoranern seit Jahrtausenden von Generation zu Generation weitergereicht. Und nun will ich diese Geschichte an dich überliefern. Ist aber nett von dir. Da könnt ihr euch zurücklehnen, meiner Stimme lauschen und der Musik. Vor vielen tausend Jahren, zu Urzeiten also, durchflossen den Planeten schier grenzenlose Vorräte an Naturenergie. Proto Groudon und Proto Kyogre lieferten sich im Streit um diese Energie immer wieder erbitterte Kämpfe. Die Menschen waren angesichts der gewaltigen Kraft der beiden Pokémon in ihrer Proto-Form völlig machtlos. Es blieb ihnen nichts übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Schrecken bald ein Ende nehmen würden. Zur gleichen Zeit stürzten aus dem Dunkeln des Alls hoch über den Wolken unzählige Meteore auf unseren Planeten herab. Sie schlugen in die Wasserfälle einer Gegend ein, in der ein Volk von Drachen-Pokémon-Trainern lebte. So, das reicht erstmal. Unser Kapitel 1 der Geschichte. Legen wir eine Pause ein. Kapitel 2 bekommst du im nächsten Stock zu hören. Freu dich schon mal drauf. Ich freue mich drauf. Und hier möchte ich gar nicht so viel reden. Genießt einfach die Musik. Hier gibt es sogar Pokémon. Verdammt. Ich möchte hier erstmal kurz einen Encounter holen. Ach, da geht's schon weiter, okay. Oh, da bist du ja. Jetzt weitergehen. Du bist bestimmt schon auf Kapitel 2 gespannt, was? Also dann, Trommelwirbel, die Spannung steigt. Ich möchte aber noch einen Encounter fangen. Die Meteoriten strahlten in aller Farbe des Regenbogens, als seien sie zum Leben erwacht. Plötzlich fuhr ein in smaragdgrünes Licht gehülltes Pokémon vom Himmel herab. Es war, als würde es vom Licht der Meteoriten magisch angezogen werden. Dieses Pokémon war Rayquaza. Rayquaza zwang die beiden Pokémon trotz ihrer Protoform in die Knie und gab so dem Planeten den Frieden zurück. Die Bewohner der hohen Regionen feierten Rayquaza fortan als ihren Weltenretter. Dann, tausend Jahre später, fiel ein weiterer Meteorit aus dem All auf unseren Planeten herab. Er war deutlich größer als seine Vorgänger und bohrte beim Auftrall mit seiner unglaublichen Masse ein gewaltiges Loch in Meer und Morast. Dieser gigantische Krater sollte später einmal den Namen Xenoworld tragen. So, damit wären wir schon am Ende von Kapitel 2 angelangt. Aber das war bisher alles noch Vorgeplänkel. Wenn du mehr hören willst, dann folge mir. Ich folge dir, nachdem ich meinen Encounter hole. Komme ich irgendwie durch? Nein. So, Schutz wirkt jetzt nicht mehr, das heißt, jetzt müsste ein Encounter kommen. Dankeschön. Das wollte ich nur bezwecken, dass ich noch einen Encounter von Himmelturm bekomme. Den ich dann noch ausbrüte. So, Körper auf Level 54. Du wirst eine Matschbombe definitiv tanken können. Du gehst auf Giftschock. So,
sollte kein Damage machen, so. Mushroom sollte auch nicht so viel Damage machen. Ein bisschen mehr, als ich gedacht habe, okay. Dann werfe ich jetzt einfach mal den Ball. Ich habe 34 Hyperbälle, das wird ja hoffentlich für Rayquaza reichen. Weil da die Catchrate von Rayquaza halt auch hochgegangen ist. Können wir jetzt aber erstmal das Gorbat fangen. Warum kommst du denn so raus? Nein, machst du nicht genug Damage. Habe ich noch andere Bälle, die gut für das Ding sind? Nee, nicht wirklich. Dann muss ich wohl den Hyperball benutzen. Eins, zwei, drei. Willst du mich verarschen, Golbert? Ja, Horrorblick, jetzt kann ich nicht mal fliehen, okay. Aber ich kann dich ja nicht mehr angreifen, sobald ich angreife, bist du tot. Bleib jetzt drin in dem Ball. Ich möchte nicht so viele Bälle für dich ausgeben. Du willst mich verarschen, Golbert, kann das sein? Dabei wollte ich in dem Part alles voll fertig kriegen. Wir werfen jetzt einfach mal einen Pokéball. Wir verbringen das. Eins. Zwei. Okay, ich wollte schon sagen, wenn du jetzt im Pokéball drin bleibst, Alter. Ist wieder auf dem Dunkelnebel, ist okay. Ich möchte dich aber fangen, Golbert. Du bist noch ein wunderbarer Encounter. Also bleib im Ball. Warum wackelt es immer dreimal? Dann geht wieder auf Giftschock. Vor allem wie Golbert dann in der Luft gefriert, wenn es Giftschock einsetzt. Komm schon. Nochmal ein Pokéball, dann haben wir wie Superbälle. Kannst du jetzt bitte drin bleiben? Oh Golbert. Okay, du bekommst nochmal einen Hyperball, komm. Einen Hyperball bekommst du nochmal, weil ich gerade gut drauf bin. Go, komm schon. Dankeschön. Alter. Wollte schon sagen, was ist hier los? Warum will das Golbert nicht drin bleiben? Braucht Maria aber nochmal 1, 2 Tränke und Supertränke. Und jetzt haben wir endlich wieder die epische Augenmusik, bei der ich gar nicht großartig reden möchte. Deswegen werde ich da auch gleich wieder aufhören zu reden. So. Jetzt haben wir Golbert sogar ins Team bekommen. Wo haben wir ihn? Wenn ich Golbert Death fordern würde, dürfte ich mir da noch einen Encounter holen? Wäre interessant, würde ich gerne mal wissen. Aber wir gehen jetzt nach oben. Auch wenn ich glaube ich gerade noch gar keinen Schutz angesetzt habe. Moment! Schutz, 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 Schutz. Perfekt. So langsam nähert sich die Geschichte ihrem Höhepunkt. Wo waren wir noch gleich? Ach ja, durch den Meteorit entstand das zukünftige Xeneroville. Nach dem Einschlag des gigantischen Meteoriten suchte eine uralte Bedrohung die Menschen heim. Der Aufprall hatte Risse in den Boden Hohens getrieben, aus denen nur die Naturenergie entströmte, die tief unter der Erde gespeichert war. Diese Energie erweckte Proto Groudon und Proto Kyogre wieder aus ihrem Schlaf und mit ihnen ihren alten Zwist. Die Menschen sehnten sich nach einem Retter und erinnerten sich an die Ereignisse vor 1000 Jahren, als das in smaragdgrünes Licht gehüllte Pokémon erschienen war. Doch dann geschah es. Der Meteorit, der inmitten des heutigen Xenerovils eingeschlagen war, begann in leuchtend hellen Farben zu erstrahlen. Dann blickte einem gigantischen Schlüsselstein und ein weiteres Mal schoss Rayquaza vom Himmel herab. Rayquaza hatte das Flehen der Leute erhört. Diese waren ihm sehr dankbar und legten noch größere Hoffnung in das Pokémon. Daraufhin vollzog Rayquaza eine Wandlung. Es verschwand in grellem Licht und trat daraus in einer Form hervor, die kein Mensch je zuvor gesehen hatte. Seine neue Form war noch erhabener, seine überordnende Lebenskraft noch überwältigender. Überbordernde Lebenskraft, so hieß es. Gerade nochmal durchlesen. Rayquazas Verwandlung war nicht nur eine Reaktion auf das regenbogenfarbene Leuchten des Meteoriten, sondern auch auf die Hoffnung der Menschen. Hoffnung. Ein äußerlich nicht erkennbares Gefühl, das im Grunde genommen ein Ausdruck von Ungewissheit ist. Doch eben dieses Gefühl hatte Menschen und Pokémon enger zusammenrücken lassen und Rayquaza zu seiner neuen Form verholfen. Na, erinnert sich diese Geschichte an irgendwas? Exakt, genauso funktioniert auch die Mega-Entwicklung. Weiter geht's.
Wie die Geschichte ausging, willst du wissen? Nun, die Hoffnung der Menschen hatte Rayquaza eine neue Form verliehen. Aber hat es sie am Ende auch wirklich gerettet? Rayquaza stellte sich erneut zwischen Proto-Groudon und Proto-Kyogre. Als sein gülden leuchtender Bart am Himmel glänzte, erhellte ein smaragdgrünes Licht die Umgebung und es zog ein stürmischer Wind auf. Das Licht und der Wind beraubten Proto-Groudon und Proto-Kyogre im Nu ihre gewaltigen urzeitlichen Kräfte. Fun Fact: der Delta-Wind, die Fähigkeit von Rayquaza. Und so zogen sich die beiden Pokémon wieder zurück, das eine ins Erdreich, das andere ins Meer. Nachdem Rayquaza dies gesehen hatte, nahm es wieder seine ursprüngliche Gestalt an und stieg wieder zum Himmelszelt auf. Ein Mann von riesenhafter Gestalt aus einer fernen Region wurde Zeuge dieses Schauspiels. Das war AZ. Er sprach folgende Worte: Delta, du kamst geboren aus der Not des Planeten. Die Hoffnung und die Zuversicht der Menschen verbanden dich mit uns und riefen dich in diese Welt, deren Not du in Frieden verwandelst. So kam es, dass die Meteoraner einen gewaltigen Turm errichteten, um ihrem himmlischen Retter näher zu sein. Dies war ihre Art, Rayquaza und dem regenbogenfarbenen Gestein der Quelle seiner Kraft Tribut zu zollen. All ihre Nachfahren sollten die Geschichte rund um die Heldentaten Rayquazas, die sie mit eigenen Augen beobachtet hatten, erfahren. Aus diesem Grund ließen sie sich schließlich ein Weltbild anfertigen. Ein gewaltiger Turm mit einem Wandbild, das die Geschichte Hoenns erzählt. Ich werde das Gefühl nicht los, erst vor kurzem irgendwo genau so einen Turm gesehen zu haben. Dir geht's da bestimmt ähnlich, nicht wahr? Aber gut, wir sind beim letzten Kapitel meiner Geschichte angelangt. Gut, kommen wir nun zum Schlusskapitel. Es folgten 1000 Jahre des Friedens. Aufgrund des zyklischen Verlaufs der vergangenen Desaster ahnten die Meteoraner, dass irgendwann ein weiterer Meteorit auf den Planeten herabstürzen würde. Sie prophezeiten, dass dieser Meteorit doppelt so groß sein würde wie der vorherige und beim Aufprall den gesamten Planeten vernichten würde. Die Hüter der Geschichte grübelten lange, wie sich diese kosmische Krise auffallen ließe. Sie sahen nur eine einzige Lösung. Rayquaza, ihr Weltenretter, würde beschworen werden müssen, bevor der Meteorit einschlüge. Und das war's. Das ist das Ende der Geschichte von uns Meteoranern. Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, wie sich das Glück möglichst vieler beschützen ließe. Ich habe die Kraft und das Wissen, um etwas auszurichten, also sehe ich es als meine Pflicht an, auch etwas beizutragen. Ich habe meine Vorstellungskraft bis ins Äußerste ausgereizt, um das Werk derer zu vervollständigen, denen dies nicht vergönnt war. Und wir nähern uns auch dem Ende des Himmelturms. Sieh mal, Aveline. Du hast so gesagt, du würdest gerne einmal den Meteorschauer im Sternbild Lefeuille sehen. So viele Sternstumpen, die nur darauf warten, auf uns herabzuregnen. Na, freust du dich? Freust du dich, Aveline? Willkommen beim Drachenbeschwörungsaltar, Bazi. Du hast bereits erraten, was ich vorhabe, nicht wahr? Genau, ich werde Rayquaza rufen, damit es den Meteor, den Kurs auf der hohen Region genommen hat, vernichtet. Den Meteor übrigens. Das ist unsere Mission. Schon seit ich klein war, habe ich stets meinen Blick gen Himmel gerichtet. Wenn mein Herz unter der Last der Angst zu zerbrechen drohte, wenn mein Herz vor Trauer und Schmerz zu zerreißen drohte. Immer blickte ich hinauf, um niemals eine Träne vergießen zu müssen. Was ist mit dir? Ist es nicht auch schon mal so ergangen? Jawohl. Verstehe. So wie jetzt sah ich immer zu den Sternen hinauf, auch mit Aveline. Ob glückliche oder traurige Zeiten, wir haben sie immer gemeinsam durchlebt. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie von ganzem Herzen geliebt. Aber jetzt ist sie nicht mehr bei mir. Ach, sie fehlt mir so. Ich vermisse dich so sehr. Meine kleine Aveline. Florma? Bitte, gib mir einen Moment. Ich möchte eine Weile mit meiner Erinnerung an Aveline allein sein.
Flo. Guten Morgen. Bist du schon wach? Du hast sehr tief geschlafen. Du siehst niedlich aus, wenn du schläfst. Die hat mich gestalkt. Du Luder. Also gut, dann werde ich mal... Ich möchte mich entschuldigen für alles. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich bitte um Avelina. Ach, zu den Seelen unserer Ahnen, die diesem Edelstein innewohnen, gesellt sich nur noch meine Seele. Amalias Schlüsselstein beginnt zu leuchten. Ich flehe dich an. Erhöre unsere Bitte. Errette uns. Errette uns, Rayquaza. Da ist es. Hallo, Rayquaza. Rayquaza, geschafft, ich hab's geschafft. Die Welt ist noch nicht verloren, Avelina, es hat funktioniert. Und nun, Rayquaza, erhöhe mein Flehen. Offenbare uns deine Mega-Entwicklung, deine wahre Kraft, deine wahre Form, welche die Welt retten wird. Amalia Schlüsselstein zeigt keine Reaktion. Was geht hier vor? Ich habe genügend Schlüsselsteine gesammelt, um deiner Kraft standhalten zu können. Und du bist erschienen. Und dennoch, warum? Bitte, ich flehe dich an, führe die Mega-Entwicklung durch. Warum tust du es nicht? Amalias Schlüssel zeigt immer noch keine Reaktion. Das kann nicht sein. Liegt es etwa an Rayquaza? Ist es seine Kraft, die nicht ausreicht? Rayquaza sollte eigentlich genügend Meteoritenmasse für eine Mega-Entwicklung in seinem Körper tragen. Aber offenbar reicht sie doch nicht aus. Haben die letzten 1000 Jahre seine Kraft geschwächt? Nein, das kann einfach nicht wahr sein. So war das nicht geplant. Meine Bemühungen waren... Avelina, ich kann nicht mehr. Ich bin da, Baby. Der Meteorit von Barzi beginnt plötzlich zu leuchten. Aber... Der Meteorit von Barzi leuchtet immer stärker. Dieser Meteorit erregt genau wie ein Megastein. Rayquaza verschlingt den Meteoriten von Barzi. Aus dem Körper von Rayquaza dringt ein helles Licht. Mit dem Meteoriten hat es die gleiche Menge an Energie aufgenommen, die es auch in einem Megastein zu finden ist. Der Meteorit hat die Energie erzeugt, die für die Mega-Entwicklung von Rayquaza vonnöten ist. Sieh doch, ist das nicht beeindruckend? Barzi, du hast Rayquaza Energie verliehen. Jetzt will ich es dich testen. Du musst dich ihm im Kampf stellen. Zeig ihm, was in dir steckt. Dieses legendäre Pokémon wird als Beschützer der Hohen Region gefeiert. Du musst es fangen. Im Moment bist du der Einzige, der dazu in der Lage ist. Die Frage, die sich mir an der Stelle stellt. Bleibst du in einem Hyperball gleich drin? Oder muss ich dich schwächen? Ich habe nämlich ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, Marie zu verlieren. Hallo Rayquaza. Und vor allem weiß ich nicht, ob du einen Drachenpuls tankst, aber normalerweise müsstest du einen Drachenpuls tanken können. Oder? Du bist Level 70, du tankst einen Drachenpuls. Es geht sogar auf Drachentanz. Es ist nicht so gut. Ich hoffe, ich besieg's jetzt nicht. Okay, hab's nicht besiegt. Das ist gut. Dann werfe ich jetzt einfach einen Hyperball. Kann ich Drachenattacken irgendwie abfangen und Flugattacken oder so? Nicht wirklich, ne? Ich
könnte jetzt in Golbat gehen, aber dann würde ich Golbat noch sacken. Das würde auch nichts bringen. Ich muss einfach hoffen, dass es im Hyperball drin bleibt. Die Catchrate ist ja erhöht, aber ich hoffe auch, dass ich das Glück habe, dass es sofort drin bleibt. Eins, zwei, drei. Verdammt, ich dachte gerade schon, es bleibt echt drin. Drachenpuls. Komm, bitte tank es, Marie, du hast eine gute Spätstef. Crit. Kacke. Ich hol's mal Golbat rein. Ich hab Golbat gefangen. Warte, ich darf Golbat doch dann eigentlich gar nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob ich Golbat dann benutzen darf. Aber vielleicht bleibt's jetzt im Ball drin. Hoffentlich bleibt's jetzt einfach im Ball drin. Bitte, Rayquaza. Ich hab Marie schon noch verloren. Ach, kacke. Eins, zwei. Ich benutze Fliegen auch noch. So ein Plus ans Fliegen. Ich kann dich aber trotzdem fangen, ne? Wow, ich kann es nicht mehr machen. Ich habe auch keinen Switch in, ne? Ist das alles, was ich tun kann? Ja gut, ich kann auf Akrobatik gehen, aber ich werde das Fliegen eh nicht tanken können. Ja, yep. Bye bye. Nächstes Pokémon rufen. Ich rufe jetzt, ich rufe jetzt einfach mal James in der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwie ein Dings tanken kann. Beim Notfall werfe ich den Meisterball, bevor ich verliere. Aber bleib doch jetzt einfach im Hyperball drin, bitte. Jawohl. Gott sei Dank. Marie, es tut mir leid. Es war für einen guten Zweck. Für Rayquaza bekommen wir nämlich jetzt einen Encounter. Den für Golbat bekommen wir nicht mehr, weil ich Idiot Golbat habe sterben lassen. Es tut mir leid. Habt ihr den Encounter quasi damit verkackt? Das heißt, Rayquaza lebe bereits seit mehreren hundert Millionen Jahren. Die ganze Folge hat es den einzigen Konflikt zwischen Groudon und Kyogre beendet. Möchten wir Rayquaza einen Spitz geben? Nein, weil wir bekommen dafür eh einen Encounter, einen anderen. Rayquaza wird dann dem Team hinzugefügt, weil er ein Pokémon, das stattdessen in die PC boxen soll. Ja gut, tschüss Golbat. Yep. Und... Wow. Warum fangen die eigentlich schon einen Tag vorher mit Ballern an? Ich weiß, ich nehme extra einen Tag früher auf, nicht mal ein Silvester. Und trotzdem meinen die jetzt schon zu ballern, Alter. Du hast es geschafft. Hä? Glückwunsch, Barzi. Und danke, dass die Geschichte, dass Rayquaza mich, nicht mich, sondern dich auserwählt hat, macht mich sprachlos. Aber irgendwie verstehe ich es auch. Du bist dazu auserkoren worden, unsere Geschichte als neuer Erbfolger fortzuführen. Also werde ich mein Wissen an dich weitergeben. Es handelt sich dabei um den letzten Schlüssel. Es handelt sich, also, zu Rayquazas wahre Form und Stärke. Die Attacke Zenitstürme, die nur Rayquaza zu beherrschen bestimmt ist. Rayquaza wurde das Wissen zu Zenitstürme anvertraut. Gut, also gut. Ich werde nun meine letzte Aufgabe als Wissenshüterin erfüllen. Die Kraft von Rayquaza, die du dir zu eigen machen konntest. Du musst mir durch einen Pokémon-Kampf zeigen, dass du sie zu beherrschen verstehst. Das ist die letzte Aufgabe der Wissenshüterin der Meteoraner. Überwinde diese Herausforderung, schreibe unsere Geschichte weiter. Puh. Mein Herz schlägt schneller. Ja, mein Herz ist rast. Ha! Du schaffst es. Hallo Amalia, du hast ein geiles Battle-Theme. Oh, wenn du immer noch crazy drauf bist. Und hallo Viscogon. Und wir fangen wahrscheinlich mit Rayquaza an. Ja. Yep. Das Ding ist, ich würde eigentlich lieber gerne was anderes einsetzen. Weil ich ja Rayquaza nicht wirklich benutzen darf. Deshalb gehen wir in Burak. Vor allem Marie ist jetzt auch wieder hochgeheilt. Das ist kacke. Ich darf ja Rayquaza eigentlich nicht benutzen für den Kampf. Eisstrahl, okay, hoffentlich kriege ich jetzt nicht den Freeze, dann ist alles gut. Perfekt. Ernsthaft? Tim? Was machst du hier? Mann, habe ich... Ah, guck, ich habe sogar einen Eisheiler, nice. Hoffentlich kann es nicht Dinge ja auch noch Donnerblitz. Das kann natürlich Donnerblitz. Wetten, du kriegst jetzt auch noch die Para. Das macht... Ernsthaft?
Jetzt ohne Scheiß. Pappgenesung. So. Donnerblitz ist ein Turret, ne? Drachenpuls. Macht Drachenpuls genug Damage? Wie viel macht das? Oh, es macht echt scheiße guten Damage. Aber ich muss jetzt mal angreifen. Deswegen gehe ich jetzt auf Eisstrahl. Ich glaube aber nicht, dass das ausreicht, oder? Nein, kriege ich den Freeze? Nein, Donnerblitz. Mach's gut, Burak. Ich darf halt Rayquaza nicht benutzen. Deswegen gehen wir jetzt in Wing. In der Hoffnung, Hochmut-Boost zu bekommen. So, gehen nämlich auf Nachthieb. Mal gucken, ob du Viskosität als Fähigkeit hast. So, es hat wenigstens ausgereicht. Ja, Hochmut aktiviert sich, okay. Kommt ganz viele Erfahrungspunkte, Rayquaza auch. Hier kommt Monagoras. Wir sind bei plus 1. Plus 1 Stahlflügel, komm schon. Und es reicht aus, perfekt. Es war ein Crit, okay. Sehr gut, wir haben Kevin wieder besiegt. Oh, Hochmut kommt wieder. Ich glaube, jetzt sollte Wingfall sweepen können. Jetzt kommt noch ein Altaria. Bei plus 2 sollte ich jetzt mit Nachthieb eigentlich wirklich voll durchgehen können. Außer gegen Brutalanda, da werde ich wahrscheinlich auf Tiefschlag gehen müssen. Puh. Hochmut zum dritten. Es tut mir leid, dass Burak jetzt auch sterben musste. Aber ich darf halt Rayquaza eigentlich nicht für den Kampf benutzen. Ich habe es auch verkackt mit Golbat. Deswegen werde ich für Golbat auch keine Dings voll Countdown mehr holen. Und sie hat ja nur Hafnir. Oh, Hafnir ist wahrscheinlich schneller als ich, deswegen gehe ich auf Tiefschlag. Das wird jetzt auch ausreichen, weil ich bin jetzt schon jetzt... Mit Hafnir bin ich bei plus 4. Und jetzt kommt zum Schluss nur noch ihr Brutalanda. Bedroh, jetzt bin ich nur noch bei plus 3. Und jetzt gehst du in die Megaform. Das kannst du aber auch ruhig tun. Okay. Tiefschlag macht wie viel Damage? Reicht aus bei plus 3, oder? Es reicht aus, sehr gut. Mit Buraks Opfer haben wir es geschafft. Gegen Ende sind jetzt echt mehr gestorben. Muss man sagen, aber die Kämpfe wurden auch schwerer. Das ist wirklich großes Talent, Bazi. Ich weiß. Hauptsache Burak freut sich, dass er im Projekt dabei ist und stirbt jetzt sogar noch. Wurde unsere Bitten erhört? Nun ist die Ordnung wiederhergestellt. Bazi und Rayquaza, zusammen solltet ihr es mit dem Meteor aufnehmen können, der auf diesem Planeten zurast. Erbfolger Bazi, unsere Hoffnung ruht auf dir. Beschütze gemeinsam mit Rayquaza die Natur, die Pokémon und die Menschen. Oh, die Musik ist cool. Rayquaza, Brofist. Man sieht sich. Und da ist es. Mega Rayquaza. Was ich im Kampf ja leider nicht benutzen durfte. Aber dafür hier. Und da ist der Meteorit. Auf Wiedersehen, Meteorit. Wir haben es geschafft. Die Welt ist gerettet, allerdings noch nicht ganz, denn wer das Dreieck hier kennt, der weiß, was jetzt passiert, beziehungsweise wer die Story von Oras kennt. Hallo. Und damit kriegen wir unseren letzten Encounter. Und dieser heißt Deoxys. Weil es gerade versucht hat, die Welt zu zerstören.
Für dich, Deoxys, werde ich aber nicht noch ein Pokémon sterben lassen, wie es gerade schon der Fall war. Auf geht's, Rayquaza. Ein Kampf in den Lüften, du bist Level 80, mein Delta Wind kommt. Jetzt wisst ihr auch, wie Delta Wind aussieht. Und Deoxys, tut mir leid, aber für dich habe ich mir extra den Meisterball aufgehoben. Weil man muss ihn natürlich auch mal benutzen. Wäre Schwachsinn, wenn man es nicht tun würde. Vor allem, Rayquaza darf ich eigentlich nicht benutzen. Deswegen, go Meisterball. Und hallo Deoxys. Wir haben Deoxys gefangen. Aber keinen Spitznamen. Deoxys. Das DNS-Pokémon in der Normalform. Die DNS eines Weltraumvirus hat eine spontane Mutation erfahren, da sie einem Laserstrahl ausgesetzt wurde. Daraus entstand Deoxys. Das kristallartige Organ auf der Brust dieses Pokémon ist sein Gehirn. Es hat hier in der Brust sein Gehirn. Das ist ja nicht mal ein Tittenbonus. Kein Spitznamen für dich. Da ist er explodiert. Der Meteorit. Flurm. Avelina reicht dir einen Brief. Was für ein Brief? Endlich konnte ich alles zu Ende führen. Dafür danke ich dir. Ich werde nun in mich gehen und darüber nachdenken, ob eine bereits zu ihrem Ende gekommene Geschichte noch einmal von vorne begonnen werden kann. Bis bald, Amalia. Die Energie zerstreut sich. Wir können bestätigen, dass der Meteor neutralisiert wurde. Professor! Der Meteor ist... Juhu! Nun reißen sie sich doch zusammen. Ach was, ich mag ihren Gefühlsausbruch... Ich mag den Gefühlsausbruch ja gar nicht verübeln. Schließlich werde ich mich ja selbst gerade von meiner Freude übermannt. Geschafft! Wir haben es geschafft! Hurra! Das war das beste Hurra meines Lebens. Tausend Dank, Bazi. Bitteschön. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Tschüss, Mama und Papa. Moment mal, Heiko. Ja, nicht so schnell, junger Mann. Wir hatten doch erst neulich unerbetenen Besuch von diesen komischen Gestalten. Wart ihr einfach noch ärger? Wart ihr da? Wart ihr das einfach noch nicht ärger genug? Aber Mama, meine Pokémon und ich sind wieder voll auf dem Damm. Dank Bazi habe ich meinen Schlüsselstein wieder zurückbekommen. Und von Norman habe ich ein Ticket bekommen, mit dem ich Zugang zu einem Ort erhalte, der extrem verlockend klingt. Ich kann jetzt unmöglich stillsitzen. Hansi auch nicht. Kannst auch nicht stillsitzen, ne? Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich hätte gedacht, dass Heiko mal so energiegeladen sein würde. Ja, aber er scheint sein Leben wirklich zu genießen. Das freut mich sehr. Ich glaube, die steht jetzt aufs Mark. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Ihr sprecht ja gar nicht miteinander. Dann muss eben mal wieder der alte Kalle als Vermittler aktiv werden. Jördes! Jawohl? Entschuldige dich bei Mark. Ich will es hören. Ein bisschen schneller bitte. Und keine Rumgeduchse. Sprich mir einfach nach. Entschuldigung. Mark, ich muss mich entschuldigen. Entschuldigung. Nie wieder. Ich werde es nie wieder tun. Verzeihung. Bitte verzeih mir. Aber... Na schön, ist ja schon gut. Jördes, ich bin bereit, dir zu vergeben. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst mir ebenfalls vergeben. Jördes, mir war nicht bewusst, wie sehr du gelitten hast. Wie treu du an meiner Seite standest. Wie groß der Schock gewesen sein muss, denn meine Worte und Handlungen bewirkten... Was meine Worte und Handlungen bewirkten? All das ist mir völlig entgangen. Ich muss blind gewesen sein. Es tut mir aufrichtig leid. Ich bin derjenige, der dich in diese Situation gebracht hat. Hör mir gut zu, Jördes. Ich habe eine Entscheidung gefällt. Ab sofort werde ich einen neuen Weg beschreiten. Durch meine Fehler ist mir klar geworden, wie engstirnig und egoistisch meine Sichtweise war. Ich weiß nun, wie wichtig es ist, sich mit anderen Lebens- und Denkweisen auseinanderzusetzen.
Ja, wir Menschen mögen einander gelegentlich verletzen, aber gerade deshalb müssen wir versuchen, Verständnis füreinander zu entwickeln. Von nun an werde ich mich nicht mehr von den Menschen, den Pokémon und der allgegenwärtigen Natur abwenden. Ich muss einen Schritt nach vorne wagen und mich ernsthaft mit meiner Umwelt auseinandersetzen. Ich hoffe, auf diese Weise etwas Neues zu erschaffen. Aus diesem Grund soll dies auch die Grundlage meiner Vision von einem neuen Team Magma bilden. Und nun sag, Jordis, bist du bereit, mich auf meiner neuen Reise zu begleiten? Aber selbstverständlich. Aha, es ist wirklich leicht, dich zum Weinen zu bringen. Du weinst nie, Hansi, du bist mutig. Damit werden unsere Probleme vorerst gelöst, nicht wahr? Oh, er guckt immer noch so, als will er mich umbringen. Ich möchte mich noch recht herzlich für deine Hilfe am Himmelturm bedanken. Vielen Dank. Warum denn so förmlich? Das passt doch gar nicht zu dir. Naja, weißt du, diese Erfahrung hat mir deutlich vor Augen geführt, wie viele Dinge es noch auf der Welt gibt, von denen ich nichts verstehe. Was wäre nun mit der Hohen Region geschehen, wenn Barzi nicht zur Stelle gewesen wäre, als das urzeitliche Pokémon aus seinem Schlaf erwacht ist? Allein wäre ich völlig hilflos gewesen. Niemand auf diesem Planeten hat immer eine Antwort auf jede Frage parat. Du brauchst dir deswegen wirklich keine Vorwürfe zu machen, Troy. Ja, ich weiß. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich von mir selbst enttäuscht wäre und mir nun Vorwürfe machen würde. Mir ist vielmehr bewusst geworden, dass ich noch sehr viel über die Natur, die Pokémon und natürlich auch die Menschen zu lernen habe. Immerhin habe ich noch ein paar Jahre auf diesem Planeten zu leben. Man hat einfach nie ausgelernt. Ich will die Welt bereisen. Sie mit meinen eigenen Augen sehen. Sie mit meiner eigenen Haut spüren. All das, was ich versucht habe, Barzi einzubläuen, sollte ich mir selbst zu Herzen nehmen. Troy, hast du etwa vor, uns zu verlassen? Haha, ach, wo denkst du hin? Nichts liegt mir ferner, als mich klammheimlich aus dem Staub zu machen. Immerhin habe ich hier in der Pokémon-Liga noch gewisse Pflichten zu erfüllen. Doch wenn irgendwann der Tag kommt, an dem ich frei von Verpflichtungen meine Träume verwirklichen kann, Hansi versucht es gerade vorzulesen. Es ist ein emotionaler Moment für mich. Ja, ich weiß. Die schießen draußen, aber dann hältst du das jetzt noch durch? Tja, dann hoffe ich schwer, dass du mir zur Seite stehen wirst, Vasili. Du bist einfach unverbesserlich. Wie der Film. Dein Dickkopf zeigt, dass du aus einer stolzen Familie stammst. Aber du kannst auf mich zählen. Vielen Dank, alter Freund. Floma. Avelina, es ist vorbei. Es ist alles vorbei. Amalia. Großmütterchen, du hast dich wacker geschlagen. Aber jetzt ist es genug. Du musst dir keine weitere Bürden aufladen. Irgendwann endet alles. Doch dann folgt ein neuer Anfang. Das ist eine unveränderliche Tatsache, die für alle Lebewesen gilt. Das gilt sowohl für die Geschichte von uns Meteoranern, als auch für dein eigenes Leben. Deswegen ist es Zeit, zur Ruhe zu kommen. Befreie dich von der Last, die du getragen hast. Ruhe dich aus, damit du unbelastet einen Schritt nach vorne gehen kannst. Ja. Mike und Barzi sollten inzwischen angekommen sein, oder? Stimmt. Heute ist das Wetter so gut, dass sie bestimmt einen schönen Sternenhimmel zu sehen bekommen. Ich bin wirklich froh, dass wir aus Johto hergezogen sind. Ich glaube, die Begegnung mit Birk, deiner Frau und Maike hat das Leben von Barzi stark geprägt. Ja, sie haben das Leben unserer Tochter eindeutig auch stark bereichert. Stimmt's, Liebling? Natürlich. Wenn Maike sich mal bei uns blicken lässt, redet sie immer nur von Pokémon und von Barzi. Die steht sowas von auf mich. Warum hat die mich dann gefriendzoned? Ich habe das Gefühl, sie ist sehr froh darüber, diese Reise gemacht und einen so guten Freund gefunden zu haben. Unserem Sohn geht es da nicht anders, glaube ich. Seit unserem Umzug wirkt er immer so glücklich. Vielen Dank, dass Sie sich immer so nett um Barzi kümmern. Ich hoffe, dass unsere Kinder auch in Zukunft eng miteinander verbunden sein werden. Sie? Warum denn so förmlich? Und dass wir uns um euer Kind kümmern, ist doch selbstverständlich. Haha, vielen Dank. Liebling, wir sollten langsam zurück nach Hause gehen. Ich muss noch das Abendessen vorbereiten. Ja, du hast recht. Die Kinder werden sicher auch bald hungrig nach Hause kommen. Was haben wir heute zu Abend essen? Was meinst du, Fatih? Mal überlegen, wie wär's mit dem Leibgericht unseres Jungen? Was, ihr macht Nudelauflauf mit Käse? Viel Käse? Geil.
Jetzt klaut ihr noch meine Thumbnail aus dem vorherigen Part und sie wird rot im Gesicht. Wow, der Meteorschauer im Sternbild Lafeo war echt genial. Ich muss mich unbedingt bei Norman bedanken. Also, ich war noch nie so tief berührt. Bazi, dir möchte ich natürlich auch danken. Ich bin froh, dass ich das mit dir erleben durfte, Bazi. Lautsprecherdurchsage. Verehrte Damen und Herren, haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrer Anwesenheit beehrt haben. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben, bevor Sie unser Haus verlassen, da wir in wenigen Augenblicken schließen werden. Ach, man hat Spaß. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug. Mach's gut. Bazi? Bis morgen. Willkommen zurück, Bazi. Der Weltenretter. Zweimal. Pokémon Omega Rubin Delta-Episode. Ende. Und mit dem Ende der Delta-Episode folgen jetzt nur noch zwei Parts der Egglock. Wir sind hier wieder angekommen in unserem Zimmer und das ist eine perfekte Stelle, um den Part zu beenden. Delta-Episode ist Schluss. Es geht beim nächsten Mal weiter mit den Rückmatches, die werde ich alle in eine Folge packen. Und dann werde ich die restlichen Eier noch ausbrüten. Und das wird dann auch die letzte Folge sein. Ich bedanke mich an alle Leute, die bis zu dem Zeitpunkt jetzt zugeguckt haben. Ich fand die Delta-Episode echt cool. Die Cutscenes waren geil, auch wenn es so ein bisschen hin und her laufen war. Aber trotzdem, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr gönnt euch auch noch die letzten zwei Folgen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.